Im ersten Teil der Tiergartenimpressionen ging es allein um den hinteren, also den größeren Tiergartenbereich. Im zweiten Teil der Tiergartenimpressionen geht es um die Wanderung durch den vorderen und den hinteren Tiergartenbereich nach Mildensee, Dörten und wieder zurück nach Dessau Süd. Von Dessau Süd führt uns der Weg entlang der Mulde bis zur Tiergartenbrücke. Das Stadion in Dessau wurde benannt nach dem Automobil- und Motorradrennfahrer Paul Greifzuh, der am 7. April 1902 in Suhl geboren wurde und durch einen tragischen Rennunfall am 10. Mai 1952 auf der A9 bei Dessau starb. Bis zu seinem Tode errang er zahlreiche Rennsiege. Der Weg entlang der Mulde wird als Wander- und Radweg genutzt. Das gegenüberliegende Muldeufer gehört bereits zum vorderen Tiergarten. Links von unserem Wanderweg befindet sich das Stadtzentrum von Dessau mit dem Johannbau, dem ehemaligen Residenzschloss, welches dem Fürsten und Herzogen von Anhalt als Residenz diente. Eine der schönsten Sehenswürdigkeiten der Neuzeit ist die Tiergartenbrücke Dessau-Roßlau. Entstanden ist das Bauwerk dreidimensionaler Kunst als Überquerungsmöglichkeit der Mulde für Fußgänger wie Radfahrer zum Tiergarten. Wegen ihrer eigenwilligen Form wird sie im Volksmund auch gerne der Eierschneider genannt. Für die Stadt Dessau-Roßlau nimmt der vordere Tiergarten eine bedeutsame Stellung ein. Immerhin gibt er ein natürliches Überschwemmungsgebiet für die Mulde ab. Thank you.
In früheren Zeiten fand der vordere Tiergarten für zahlreiche Veranstaltungen Verwendung. Dahingehend erfolgte heute ausschließlich die Nutzung des Areals für einen Gartenverein. Ferner befindet sich hier auch eine Schießanlage. Getrennt wird der hintere vom vorderen Tiergarten durch die Jonitzer Mulde, einem Nebenarm der Mulde. Die zweifältrige Deckbrücke wurde in Holzbauweise errichtet. Für den Belag der Brücke kam afrikanisches Bongosi-Holz aus zertifizierten Anbau zur Verwendung. Der Judengraben im hinteren Tiergarten ist einer von 6 Wassergräben in Dessau-Roßlau. An der Weggabelung halten wir uns nun links Richtung Mildensee. Es wurde beschlossen, den Tiergarten seinen natürlichen Ablauf zu überlassen. Das heißt, dürre Äste und Bäume werden nur entlang der Wege beräumt. Alles andere wird seinem Schicksal überlassen. Ursprünglich wurde der vordere Tiergarten als Waldweide genutzt. Anfang des 17. Jahrhunderts wurde dieser in einen fürstlichen Wildpark umgestaltet. Dabei wurde im 18. Jahrhundert die Gestaltung des Gartenreichs Dessau-Wörlitz mit eingebunden. Heutzutage wird der Tiergarten als Parklandschaft mit Spazier- und Radwegen genutzt. Überall im Tiergarten begegnet man Spuren von Biber, die jungen Bäume für den Dammbau fällen und nutzen. Um 1179 wurde die Kirche erstmals nachweisbar erwähnt. 1804 bis 1806 baute Baumeister Bozzi die Kirche in der heutigen Form um. Der 35 Meter hohe Kirchturm ist eine architektonische Besonderheit aus dieser Zeit und strahlt noch heute seine damalige geplante Wirkung aus. Das Leben und Wirken des Pioniers der Landwirtschaft, Christian Gebhard Nordmann,
ist eng mit der Geschichte vom Mildensee verbunden. Der Stadtteil Mildensee wurde 1933 durch Vereinigung der Gemeinden Pöttnitz, Scholitz und Dellnau gebildet. Diese gehörten bereits vom 1. Mai 1930 bis 14. April 1933 zu Dessau. Der Name leitet sich vom Namen des gleichnamigen Sees ab, einem Altarm der Mulde. Pöttnitz und Scholitz werden 1179, Dellnau 1205 erstmalig urkundlich erwähnt und sind damit älter als Dessau selbst. Im Mildensee befinden sich die Pöttnitzer Kirche, der Napoleonsturm, ein denkmalgeschützter Schafstall des Landwirts Christian Gebhard Nordmann und das Bärendenkmal. Die Hobbrücke stand an dieser Stelle bis ins Jahr 1863. Sie kam zu ihrem Namen, als die Herren von Bosern um 1550 das Gut Pöttnitz hatten und sie war Bindeglied von Gut Pöttnitz zum Kirchholz bzw. dem Pöttnitzer Forst. Entlang des Hochwasserschutzwalles führt uns der Weg zur Muldebrücke. Dort teilt sich der Fußgänger- und Radweg nach Richtung Kleutsch, Dessau Zentrum und nach Dörten. Den Weg von der Brücke über die Mulde zurück nach Dörten und nach Dessau Süd kennen wir schon aus dem ersten Teil der Impressionen aus dem Tiergarten.